bin sehr verwirrt. So, dann holen wir uns nochmal das da drüben. Ziehen los. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich glaube, ich mache jetzt echt hier Ehrenzeug rein. Fischteich. Gemüse. Schweine. Ein gegnerischer Burgherr wurde befreit. Das soll erstmal reichen. Und noch ein Axtwerfer. Oh ja. Jetzt bin ich verwirrt. Hey Olaf, das will ich eigentlich nicht haben, aber danke, dass du mir hilfst. Was ist hier los? Komm, helf mir Olaf. Alles wird gut, Männer. Denkt an die mit unseren noch nicht Wikinger-Einheiten. Wie ist die wegdrischt? Zusammenbleiben. Welche? Ah, 60 Uhr, das passt. Was schickt ihr mir eigentlich? Na natürlich, ich habe ganz vergessen. Ich benutze wirklich zum ersten Mal den Fuhrmannsposten. Vielen Dank für die Hilfe. Und jetzt geh. Da ist die Tür. Ah, ich weiß, ich habe nirgendwo hingezeigt. Er wird schon selbst wissen, wo die Tür ist. Das war eine rhetorische Aufforderung. Was ist der Fuhrmannsposten? Bin ich echt blind? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Fuhrmann? Jetzt mal im Ernst, wo ist der Fuhrmannsposten? Da war doch hier beim Hammer dabei. Monat wurde kein Essen ausgegeben. Wir können echt noch nicht bauen, oder? Gemein. Aber schön. Dieses Gebäude hat gerade frisch gebaut und schon mal gleich einen Verbrecher eingestellt. Wunderbar. Das Volk liebt euch, Sire. Aber wir können Axtwerfer machen. Yay. Wahrlich. Axt bereit und da oben kann man werfen. Yeah. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Die Axt lebt, um von dir geworfen zu werden. Moment mal, die Axt lebt gar nicht. Verrat! Wisst ihr was? Hier drin direkt neben dem Kornspeicher können wir auch mal eine Jagdhütte machen. Da ist bestimmt auch hier und da was. Dann haben wir gleich die Nahrung nebenan. Zur Neige, mein Herr. Olaf sieht noch ganz gut aus. Der Bischof baut ständig seine Kirche nach. Wird aber auch mal wieder aufs Neue zerhackt. Der macht Armbrüste. Nicht ohne der Herr. Und Merkswerfer, komm. Wollt ihr eine Demonstration? Oh, hi. Und da oben kann man werfen. Also die leichte Kavallerie soll ja ziemlich erbärmlich sein. Die hat ja nur die Angriffsstärke von dem Lanzenträger. Eine weitere Länderei hat sich meiner Sache angeschlossen. Was passiert hier? Das war an dich gerichtet, William. Was passiert hier? Weitere Länderei? Das verstehe ich nicht. In Ordnung. Und da oben kann man werfen. Wir müssen auf jeden Fall sehr aggressiv spielen, weil wir können auch einfach outgranged werden. Mit unseren Axtwerfern. Das heißt, wir packen die auf ganz, ganz hohe Türme. Da müssen die feindlichen Feinde ja so nah ran. Mein Herr. Oh, gegen die Berserker sieht ja nicht so gut aus. Wie ich weiß, zwei Berserker hauen einen Schwertkämpfer um. Ja, Herr. Ich glaube mal, die Angriffsstärke ist gleich, wenn nicht sogar höher von den Berserkern. Sie halten nur bloß sehr, sehr wenig aus. Krieger. Und ein Axtwerfer. Jawohl. Axt, Power. Äxte. Und da oben kann man werfen. Ich hätte wirklich gerne noch diese eine weitere Länderei. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Und Essen hätte ich auch gerne. William ist tatsächlich gut. Ich meine, das braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Jetzt hacken wir uns da schnell durch. Gut, Olaf geht jetzt schon Richtung William, aber der wird dann nicht so weit kommen. Und wird da doch ordentlich was am Bogenschützen auf der Burg. Wieder Falde. Ich greife an! Seht zu und lernt von den Wikingerkriegern!
Aber ich will doch auch einer werden. Oder bin schon einer. Das Volk liebt euch, Sire. Oh. Das ist jetzt alles. Vorher waren ja, glaube ich, noch so Stördinger. Das ist jetzt wirklich ein Angriff. Bin ich mal ein gespannt. Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das Volk liebt euch, Sire. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Nahrung halten wir uns echt knapp die ganze Zeit. Wisst ihr was? Irgendjemand von euch wird mir dann Brot machen. Das ist dann einfach Brot, das ich plünder quasi. Unsere Truppen werden angegriffen. Da kommen die ganzen Bersis. Die Axtkämpfer sind schon mal schnell vorangegangen. Baut der Bischof keine Türme oder kommen die noch? Es kann gut sein, dass die noch kommen. Aber es könnte gefährlich werden. Mal gucken, was greift Olaf eigentlich an Belagerungsgerät. Komm schon, Olaf, zeig mir deine sexy Geräte. Wurde kein Essen ausgegeben. Kommt einfach so ein rollender Sixpack an, ne? What? Ah, brennende Wegen, alles klar. Solange du dich damit nicht selbst in Brand steckst. Bin das Stronghold Crusader geschädigt, was die KI angeht. Ich muss es erwähnen, oder? Aber ich glaube, es ist das ein... Frage, kommt er durch den Burggraben großartig durch? Andererseits, das Torhaus ist ja offen. Und die Armbrustschützen machen durchaus gute Arbeit hier. Komisch, was hat der Bischof noch kein Klo? Jetzt sag mir bloß nicht, dass der Bischof keine Mönche einsetzt. Das wäre der Einzige, der mich zutrauen würde. Tja, das war wohl nichts, Olaf. Dann hat er doch wahrscheinlich noch zu kämpfen. Dann müssen wir uns mit den beiden hier rumärgern. Das haben sie immer. Ich meine, 500 Stadtgold sind schon mal nicht ohne, ne? Will ich da wohl KI wirklich mal mehr geben? Bin bereit. So, Oma, meins. Und Bergwerfer. Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Achso, jetzt wo ich sag. Und, hi, Bogenschützen. Ich bin halb Norweger. Unsere Truppen werden wirfst du mal auf. Gott hat's ihn schnell zerhauen. Los, zurückwerfen. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Achso. Und da oben kann man werfen. Glückwunsch zum Kind. Und da oben kann man werfen. Oh ja. Wahrlich. Sag mal, die wollen mich doch die ganze Zeit verarschen. Bereit. Hört auf! Nein, du nicht da hoch! Ich lebe, runter. Um die Axt zu werfen. Und da oben kann man werfen. Los, haut sie weg. Ja, wenn sie mal werfen können, dann hauen sie gut rein. Die Leute verlassen die Burg. Also? Ja gut. Ihr seid ein wenig unbeliebt, my lord. Lordi, ich brauche dich. Dein Typ wird verlangt. Ihr könnt mal auch zurückkommen. Wir sind eben die Besten unter den Besten. Das Eisen kann weg. Bisschen Stein auch. Holz können wir auch mal verkaufen. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Und dann holen wir uns mal ein paar Nahrungsreserven. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Ihr seid ein wenig unbeliebt. Noch ein Steuersatz ein bisschen runter. Niedrige Steuern? Oh. Der Burgherr wird angegriffen! Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Mal noch kurz so. Keine Steuern? Das ist nett. Lanzen vorwärts! Das ist gerade zweckmäßig. Mehr nicht. Wie lautet die Mission? Genau, Tor zu machen. Vor der Nase. Habt ihr gut gemacht. Also, Will nervt schon mit seinem Bogen. Das ist halt das Gemeine. Was willst du großartig gegen Bogenschützen machen mit den Axtwerfern, wenn die ständig einen Reichweitenvorteil haben? Wo ist der Feind? Jetzt haben wir aber ordentlich Gold, um mal schöne Axtwerfer-Karawane zu machen. My Lord, alles wird gut, Männer. Waffenbrüder bereit. Denk nein, an die Ausbildung. Meine Lieferung. Neue Befehle. Das wunderschöne Eisen. Kommen auf die Burg.
Gut. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Bill hat noch nicht mal aktiv angegriffen und geht mir schon auf die Klöten. Ich brauche Schießschatten für meine Axtwerfer. Dafür bräuchte man Türme. Vielleicht sind wir einfach so ein gepimpter Olaf, der Türme mit Holzprotektion baut. Wenn wir sie bauen können. So an den Ecken oder so. Noch irgendwas, um diesen Nachteil auszugleichen. Das Volk hält viel von euch, my lord. Ihr Bewohnerlein kommet. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Warum wird die Burgküche nicht besetzt eigentlich? Da ist doch jetzt genug Zeug drin. Ah, jetzt. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Eure Beliebtheit steigt. Number. Oh Gott. Oh ja. Wollt ihr eine Demonstration? Sicher. Jawohl. Hau weg. Zack. Los geht's. Gleich die dann wo hinterher. Die halten halt auch nicht viel aus. Glaskanonen. Durch und durch. Ich muss die von außen gleich aufhalten. Irgendwo hier. Und da muss ich auch wirklich aktiv aufpassen, dass die mir bloß nicht schon weggeschossen werden. Einfach passiv. Stimmt. Ich muss erst noch auswählen. Zack. Da raus, bitte. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. In Ordnung. Da kommt der anscheinend echt nur über diese Brücke zu mir, ne? Oder über Olaf. Aber ich glaube, den Weg kommt er nicht. Das heißt, wir müssen auf die Brücke aufpassen. Es wird Zeit. Zarin wird noch ein bisschen problematisch für uns. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, kommen wir noch ein bisschen dazu. Krieger! Wir müssen ja bloß hier halten. Hi. Genau vor euch. Sag's ein paar gibt, die werfen können. Ja. Das ist, also die leichte Kavallerie ist schon ziemlich. Eine weitere Länderei hat sich. Das ist Origami-Kavallerie. Origami-Valerie. Ihr habt den Namen eurer Familie für immer beschmutzt. Äxte! Ja, ich darf doch mit Dreck einreiben, wen ich will. Los geht's. Einfach, hab ich einfach so Dreck ein bisschen ans Namensschild für der Türklinge reingeschmiert, ne? Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Rachegelüsten, ne? Ich will halt gerne noch ein Fuhrmannspaar. Ach du liebes bisschen. Odins Ruhm. Wo ist das Ziel? Meine Mutter ist aus Norwegen, komm, wisst ihr? Ich fange euch hier ab. Lauft in meine Äxte. Eine unserer Ländereien an, mein Lord. Ich bin halb Norwegen. Alter, das funktioniert besser als gedacht. Hoi, mähen die sich durch. Ich bin mütterlicherseits Norweger. Achso, das muss der Grund sein, dass du dich hier so durchgemäht hast. Ja. Für Odin! Deine Mutter zieht doch, glaube ich, LKWs bei DSF, oder? Katapulte, meine ich. Boah, die hauen da sogar die Schwertkämpfer schnell runter. Ja, die müssen wir jetzt ein bisschen kiten. Müssen wir ausnutzen, dass sie so unbeweglich sind. Wir haben noch keine Berserker, um da zu kontern. Unsere Feinde greifen eine unserer Länder rein. Wie schnell die auch werfen. Wie so Jongleure. Wollt ihr eine Demonstration? Gehen wir kämpfen. Nein, nicht einnehmen. Das ist meine Länderei. Ja gut, deswegen nimmst du sie ein, aber trotzdem. Das kannst du nicht machen. William? Nein. Denk an die Kinder, die ich wieder schlagen muss, wenn ich schlecht gelaufen bin. What? Nein, Kinder schlagen ist doof. Ich bin halb Norweger. Das macht man nicht an Feiertagen. Ich bin heute ist ja gar kein Feiertag. Ja, kann losgehen. Nein, sowas macht man nicht. Denkt dran. Irgendwann sind die Kinder erwachsen und stärker als ihr. Sicher. Dann gibt es das Payback. Jawohl. Wahrlich.
Los geht's. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hm. Einfach so eine richtig konservativ eingestellte Familie, der Sohn noch den Vater im Ringkampf bezwingen muss, um sich zu beweisen in der Familie. Yes. So geht's bestimmt mit dem Typen, dessen Mutter Norweger ist, ne? Wo kommt eigentlich sein Vater her? Hm. Wahrscheinlich ist er auch halb Außerirdischer. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Mehr Axtwerfer. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Wo ist das Ziel? Und Beförderung. Erhebt euch, Streiter des Königs. Als Streiter des Königs dürfen wir endlich mal Berserker bauen. Herzlichen Dank. Das kosten sogar weniger als die Axtwerfer. Interessant. Brot. Ihr bringt mir Brot. Nichts als das Brot und nur das Brot, so wahr mir Gott helfe. So, noch das eine oder andere Häuschen. Unsere Truppen werden angegriffen. Dann noch weitere Vormannsposten. Jetzt dürfen wir, glaube ich, machen, oder? Immer noch nicht? Ein Schatzmeister hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das ist echt gemein, wisst ihr das? Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Für Odin! Für Odin wurde kein Essen ausgegeben. Kommt, ist das echt der Bischof, der zu mir kommt? Alter! So gemein. Ich Olaf. Lebe, um die Axt zu werfen. Wozu habe ich dich eigentlich angeheuert? Alter, hauen die sich durch. Wollt ihr eine Demonstration? Aber jetzt, oh Gott, jetzt wird zurückgeschossen. Also die Brücke, die glitscht irgendwie. Also nicht die Brücke, sondern die Truppen glitschen auf den Brücken. Ein gegnerischer Burgherr wurde befördert. Da drüben. Weg da. Aus dem Weg. Ich steht in der Flugbahn meiner Axt. Eigene Verantwortung. Oh Gott, jetzt rennen die wieder so schnell. Oh, Olaf hat ein paar. Oh. Olaf, Berserker Power. Aktivieren. Nee, Sisse. Was ist meine? Oh, ist meine. Hm. Los geht's. Jetzt könnte ich ein paar Bersis gebrauchen. Bei Odins Bart. Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Ich bin halt. Das wird den Gegner bestimmt beeindrucken. Ich bin mütterlicherseits Norweger. Das ist einfach. Wieso macht man 9 von 10 Sprüchen davon, dass seine Mutter aus Norwegen kommt? Was war das überhaupt für eine Trollerei von Firefly? Müsste ich doch ins Fäustchen gelacht haben, als sie die Texte geschrieben haben, wenn ich spreche. Der Sprecher wird sich auch was gedacht haben, so. What the fuck muss ich eigentlich die ganze Zeit machen? Donner! Ich rieche Blut! In der Regel schon. Hm. Warum darf ich eigentlich immer noch das besorgen? Hm. Ich hätte schon gerne meine 4 Fuhrmannspöstchen. Hier, also wenn wir jetzt sowas reinbauen würden, das würde überhaupt nicht diesen passen, oder? Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Zu ja, den okay. Das Volk liebt euch, Sire. Du gehst mal mampfen. Für das Volk. Liebes Volk, ihr müsst das verstehen. Ich leide für euch. Ihr wisst gar nicht, was für Bauchschmerzen ich immer habe. Wenn ich mir den Magen voll niederdresche, regelrecht mit Nahrung. Das muss einfach den ganzen Leuten sagen, die so halb vom Verhungern über die Straße sich die schälen irgendwie, ne? Boah, was wisst ihr, wie ich mich quälen muss jeden Tag? Ich krieg schon meine Hosen nicht mehr zu, ey. Das ist grausam. Ich hoffe, ihr müsst dieses Schicksal nie ereilen. Darauf achte ich extra, deswegen habe ich euch alle auf Diät gesetzt. Ja. Auf den Weg! Wie fürsorglich. Kriegsäxte! Aha, tatsächlich. Wahrlich. Sind das Kriegsäxte aus Norwegen? Gehen wir kämpfen. Oder zumindest halb Norwegen? Zack, Junge. Es wird Zeit. Zum Sieg! Zum Sieg? Was? Ich bin bereit zur Schlacht. Jawohl. Die werden bluten.
Wir gehen und töten. Ja, wird Zeit für ein bisschen Ehre, ne? Denn ich hätte jetzt dann wirklich mal bei den... Gut, ich kann ja vom bis jetzt bestehenden Romansposten schon mal hier das Brot liefern lassen. Wie oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? So oft, bis sie gesendet sind. Ich kenne keine Furcht. Was machen denn Olafs Bärsies da? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das Volk liebt euch. Ja, ja. Komm, wir machen den Jahrmarkt. Wir sind ein fröhlicher Wikinger. Das Volk liebt euch. Vikings! Muss ich irgendwie auch mal das Denken von Lindy Badge. Vikings! 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 Komm rasch! William hat so seine Turmbüste aufgestellt. Wie lange die brauchen, um ihre Burg überhaupt fertig zu bauen, ne? Olaf. Ich meine, Olaf ist an sich eine Mittelklasse-KI. Seine großen Stärken, ich meine, wir kennen ihn ja schon so aus dem Skirmish, kennen ihn auch aus der Kampagne, so mit seinem Aufbau. Wir haben auch so schon mal in einem benutzerdefinierten Missionchen gegen ihn gespielt, mit der Wikingerinsel, und auch an sich von dem, was die Leute sagen. Olaf ist halt sehr stark darin, Gegner schnell zu überrumpeln mit Berserkern und Axtwerfern. Die können gut reinhauen zu Beginn. Aber wenn mal alle Bogen stehen, guckt Olaf ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und der Bischof schlägt sich erstaunlich gut. Und wir, oh nö, wir müssen halt erstaunlich viel aufpassen. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Wisst ihr was, damit nicht immer die ganze Seuche herumleucht. Seucht und fleucht. Verehrt euch, Sire. Oh, komm. Erhebt euch, Baron. Nice. Und jetzt geht er mal, meine Güte. Wählt die Güte aus. Hat ja zum Glück nur ein paar Jahre gedauert. Komm, ihr schickt mir auch gleich mal massig Brot. Ist immer doppelt geschickt bekommen und dann holt ihr mir noch massig Eisen. Ist also meine Plünderregion. Mit der Plunderregion verwechseln. Da hole ich mir meinen Teig her. Für sowas gibt es ja nochmal einen extra Fuhrmannsposten, nur fürs Eisen. Wählt die Güter aus. Wollt ihr eine Demonstration? Hi. Auf Wiedersehen. Olaf hat 4 Ländereien. Na gut, der bildet doch ordentlich aus, wenn ich mir das so angucke. Hingefallen. Krieg ich ein Pflasterchen. Alles doof, wenn der Ginger. Kiek! Kiek? Kickerikiek? Könnten eigentlich bei Saren, wenn wir genug Berserker haben, schnell mal durchstürmen und Hallöchen sagen. Darf ich euch vorstellen? Axt? Saren. Saren? Axt. Ich glaube, ihr werdet gut miteinander klarkommen. Quasi unzertrennlich. Fast. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Krieger, ein guter Tag zum Kämpfen. Unsere Truppen werden angegriffen. Aber ihr wisst ja, teilen macht Spaß und so. Teilen macht Freude. Sicher. Jawohl. Das haben die Macher von dem Spruch sich wahrscheinlich anders vorgestellt, aber hey, teilen macht auch Spaß.